Jetzt wird's ernst, meine Damen und Herren. Jetzt muss es sich erweisen, noch ein schwacher Tag im DAX und das Rekordhoch vom Anfang der Woche erweist sich als klassischer Fehlausbruch. Was ein wenig stützt, ist der Euro, der ist von seinem Tageshoch gestern deutlich zurückgekommen, nachdem Donald Trump auf einmal einen starken Dollar propagiert hat. Ja, das stützt jetzt zumindest zum Anfang den DAX ganz leicht, dass es nicht weiter abwärts geht. Die Talfahrt scheint zunächst einmal gestoppt, aber wir sind dann noch relativ früh an diesem Tag. Es gibt noch einige Impulse, gerade aus den USA. Wir haben den Auftragseingang der langlebigen Wirtschaftsgüter. Wir haben das Bruttoinlandsprodukt und wir haben hier noch Donald Trump, der auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos heute den Schlussakkord setzen wird. Also, das wird ein ziemlich spannender Tag, das kann ruppig werden. Schauen wir kurz auf die Vorgabenseite. Dow Jones, da war es schon relativ ruppig gewesen. Der hat reagiert auf die Berg- und Talfahrt beim Dollar und ja, am Ende des Tages hat er sich dann doch ein bisschen aufgerafft und es ging dann leicht ins Plus. Die Anleger in Asien haben sich relativ unterschiedlich positioniert vor der Rede von Donald Trump. In Japan hatten wir noch einmal Gewinnmitnahmen gesehen, da ging es nach unten. Dagegen in China, gerade in Hongkong, da hatten wir eine kleine Pause gestern gesehen, jetzt schreibt man wieder Rekorde, da geht es wieder nach oben. Jetzt schauen wir mal die Top-Themen des Tages an. Es gab Zahlen unter anderem bei Intel, diesem Chip-Hersteller, der sehr stark in der Kritik steht. Es gibt ja Sicherheitslücken bei den Chips, so Meltdown und Spectre, das heißt, es gibt noch keine Lösung, aber es gibt Zahlen und die sehen richtig gut aus. Sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr hat man Rekorderlöse verbucht. Das Geschäft mit Datenzentren ist besonders stark gewachsen. Der Umsatz steigt um 4%. Aber unterm Strich bleibt ein Verlust. Wo kommt der jetzt auf einmal her? Richtig, die US-Steuerreform. Da geht es über 5,4 Milliarden. Eine ja, einmalige Abschreibung. Aber man fällt jetzt nicht irgendwie ins Weinen zurück, sondern sagt, ja, im Grunde genommen ist das eine tolle Geschichte. Diese Steuerreform wird uns ab diesem Jahr, ab 2018, schon helfen. Ja, und außerdem gute Aussichten, Dividendenerhöhung, kommt alles gut am Markt an und die Aktie steigt rund 4%. Zahlen gab es auch noch an einer ganz anderen Front und zwar beim weltgrößten Aroma- und Duftstoffhersteller Givaudan. Auch hier hat man im vergangenen Jahr zugelegt, stärker als erwartet. Der Umsatz stieg um knapp 5%, der Überschuss sogar um 12%, die Erwartung der Analysten übertroffen. Ausblick, alles richtig, wir werden weiter klettern und die Dividende anheben, auch das kommt richtig gut an und interessant, sowohl bei Givaudan als auch bei Intel, die jeweiligen Branchenkollegen, die werden auch bereits nach oben gezogen. DAX, wie gesagt, startet zunächst einmal mehr oder weniger unverändert. Dow Jones hat es ins Plus geschafft. Der Euro, ja, jetzt zum Referenzkurs von gestern wieder etwas gestiegen und der Goldpreis auch leicht im Plus. Ihnen jetzt einen tollen Freitag. Bis später.